Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Ein neuer Tag beginnt und wir wollen diesmal gucken, was können wir denn hier für unsere Skillpunkte eigentlich alles so Schönes kaufen. Ebene 2 Fähigkeiten sind noch nicht verfügbar, deswegen müssen wir hier unsere Punkte wohl erstmal auf diese aufteilen, die da sind. Chance, dass gegossener Boden am Folgetag gegossen bleibt. Chance, doppelt so viele Feldfrüchte zu ernten. Chance, dass Feldfrüchte schneller wachsen. Ich glaube, ich würde das hier mal nehmen. Und ach so, da würde sich das dann noch vergrößern. Nehmen wir mal den und gucken, was dadurch freigeschaltet wird. Erhöhte Chance, dass Feldfrüchte schneller wachsen. Ja, ist natürlich super, weil wir dann mehr haben. Gegossener Boden würde ich jetzt nicht nehmen, weil wir irgendwann Sprenkler haben. Und da können wir dann... ja, ist der Boden eh gegossen, deswegen kann aber auch sein, dass wir natürlich alle freischalten müssen, damit Ebene 2 Fähigkeiten freigeschaltet werden. So, Futtersuche, was haben wir hier? Erhöhter Schritttempo, Chance doppelt so viele Gegenstände einzusammeln. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Und Schritttempo ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Achso, Sprinttempo, okay. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir überhaupt sprinten eigentlich. So, Bergbau, Chance, doppelt so viel Erd zu schürfen. Ja, würde ich das nehmen und das nochmal nehmen. So, beim Tauchen, Chance, doppelt so viel Seetang zu ernten. Chance, in einer Artefakt-Fundgrube die doppelte Zahl an Artefakten zu erhalten, nehmen wir das mal. Und hier beim Fangen. Verringert die Aufmerksamkeit von Insekten und Meereskreaturen. Da haben wir ein bisschen mehr die Chance vielleicht, die mal eher zu fangen. Dann würde ich das nämlich auch noch nehmen. Kampf. Erhöht den Schaden, den alle Waffen zufügen. Chance, bei einem Angriff zweimal zuzuschlagen. Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Ich glaube, ich würde erstmal den generellen Schaden nehmen. Und hier haben wir noch einen Punkt frei. Ja gut, dann nehmen wir den jetzt halt und trinken nicht vergessen. Müssen wir mal gucken, ob wir alle freischalten müssen. So, Steinbodenplatte, Fässchen. Verarbeitet Obst oder Gemüse zu Getränken wie Saft, Met, Wein, Bier, Sake, Kaffee, Grüntee und Luwak-Kaffee. Müssen wir uns irgendwann auch nochmal herstellen. Was haben wir hier noch? Die Museumserweiterung, genau, Opfergabe. Bringe ein Tempelopfer da. Örtliche Erzeugnisse sind wir auf dem Weg. Und produziere Bronzetang-Essenz mit deinem neuen Extraktor. Das haben wir angefangen. Das müsste eigentlich bald fertig sein. Ja, ist noch am Verarbeiten. Dauert noch ein bisschen. Dann müssen wir unsere Pflanzen mal gießen, Leute. Ja, es wird immer mehr. Aber wir wollen ja auch unseren Gewinn erhöhen. Die Gänseblümchen sind fertig. Das sind ganz schön große Gänseblümchen. Kein Wasser übrig. Okay, dann nehmen wir mal die Gänseblümchen mit hier. Für die bekommen wir, glaube ich, nicht so viel. Die kosten ja auch nur 15. Da ist die Gewinnspanne jetzt nicht so hoch. Ist wieder leer. Nächste Runde. Oh, können wir ernten. Gießen trotzdem schon mal.
So ist es Montag. Das heißt, wir können auch noch mal ruhig eine Geode aufbrechen gehen. Drei Stück haben wir da. So, der Blattsalat kann hier mit rein. Die Steckrübe verkaufen wir genauso wie die restlichen Gänseblümchen. So, dann machen wir uns mal auf zu Sams Laden. Okay, haben wir leider nicht gekriegt. Ich weiß nicht, ob man sie noch fangen kann, wenn sie die Ausrufezeichen schon da haben. Müssen wir mal ausprobieren. Noch mal neuen Karotten und ich weiß nicht, so ein paar Blumenkohlsamen vielleicht. So, dann 60 Taler brauchen wir noch für die drei Geoden. Das passt doch. Ja, wo gehen wir lang? Hier gehen wir lang. Gerade ein bisschen unentschlossen. So, einmal eine Geode bitte aufbrechen. Morganit haben wir auch noch nicht. Marmor ebenso wenig. Und Feuerarchat haben wir aber schon. Der wandert dann auch erstmal in die Truhe, bis wir 5 voll haben. Ich glaube, 3 haben wir schon. So, einmal den Marmor und den Morganit abgeben. Ein metamorphes Gestein, das durch Einwirkung von Hitze und Druck entsteht. Und eine pfirsichrosa Sorte von Edelstein. Ja, sehr gut. Veilchen, nehmen wir mit. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir vielleicht noch mal eine Runde tauchen gleich. Oder wir räumen den Hof noch ein bisschen auf. Das können wir eigentlich mal machen. So, die beiden sind nämlich schon gegossen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wunderbar. Und dann nehmen wir hier die Ecke noch mit. Und pflanzen da unseren Blumenkohl. So, dann haben wir auch schon alles hier wieder schön voll. Kann alles wachsen und gedeihen. So, Veilchen haben wir hier nämlich auch drin. Die packen wir da nochmal mit dazu. Okay, und dann gehen wir runter zum Wasser. Gucken noch, ob wir vielleicht ein paar Tierchen auf dem Weg finden. Den können wir, glaube ich, nicht fangen. Den haben wir schon. Ach, guck mal. Eine Kokosnuss. Ja, der war viel zu schnell weg. Sprechen wir mal mit ihr. Ah, endlich wieder Montag. Ja, wunderbar. Ich hoffe, das reicht auch, wenn wir einmal mit ihr sprechen. In Bronze eine Qualität. Das ist super. Dann können wir die Tulpe gleich mal verschenken.
Das ist cool, ich danke dir. Wolltest du irgendwas von mir? Ja, nicht so freundlich gerade. Egal, wir versuchen es weiterhin. Ab ins Wasser. Yay, das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Hier müssen wir den Weg noch freiräumen, damit da auch was passiert. So, den versuchen wir mal zu fangen hier. Jo, Einsiedlerkrebs. Sehr gut. Ah, jetzt kommt er hoch. Alles klar. Super. Also gut zu wissen, dafür sollten wir unsere Energie dann auch noch aufbewahren, wenn wir so einen Stein mal finden. Dass wir dann Bescheid wissen. Seestern habe ich leider zu spät gesehen. Langsam aber sicher geht unsere Energie wieder runter. Okay, das reicht dann auch erstmal. Nehmen wir den hier noch mit. Und wir verschieben einmal unseren Anker hierher. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch das Sammeln von ein paar Sachen. Inventar ist voll. Verdammt. Schmeißen wir mal den einen Stein hier weg. Lila Kauri-Muschel. Gut, dann geht unser Weg jetzt nochmal zum Museum, um auch das eine Tier aus dem Meer jetzt gerade abzugeben. Und vielleicht können wir dann die Muschel auch noch abgeben. Damit hätten wir dann auch schon wieder zwei Sachen. Einsiedlerkrebs. Okay, und die Muschel will er wohl nicht haben. Alles klar. Besser als nichts.
Können wir uns ja noch mal kurz auf die Suche nach Kokosnüssen machen, dass wir vielleicht die 5 einmal voll kriegen, damit wir uns auch die dann mal auf Halde packen können. Guck mal, da unten sind auch noch welche. Kostet auch keine Energie. Ich glaube, da haben wir schon 5. Schon mal für morgen vorbereiten. So, Kokosnüsse 5 Stück da rein. Veilchen, den verkaufen wir, würde ich sagen. Algen. Algen können dann hier erstmal mit rein. Zwei weitere werden wir einfach verkaufen. Ja, und Muscheln und so ein Kram. Würde ich vielleicht auch dann erstmal hier mit reinlegen. Okay. Sieht doch schon mal ganz gut aus, Leute. So, der ist immer noch am Verarbeiten hier. Ja, dauert echt lange. Könnte ich auch mal gucken, was die hier bringen. So, Energie haben wir keine mehr. Da würde ich sagen, legen wir uns schlafen. Wie man Landwirt wird, dem ans Land wirft mit Jeff Smith. Gucken, was er jetzt hier für einen Tipp hat für uns. Also Sprösslinge, so nenne ich übrigens alle meine Enkel. Wenn euch das nicht gefällt, schickt mir einen Brief. Ich betrachte euch nur alle auch als meine Enkel. Wie auch immer, zurück zum Geschäft. Ihr braucht keinen Kühlschrank für eure Erzeugnisse. Was ihr braucht, ist eine schöne, robuste Truhe. Baut euch eine Truhe und sie wird eure Erzeugnisse das ganze Jahr über frisch halten. Und vergesst nicht die Vogelscheuchen. Sie schützen eure Feldfrüchte vor Vögeln. Ja, das kennen wir schon. Wir gehen mal ins Bett und gucken. Ja, tauchen. Was haben wir denn da? Algen. Also, das lohnt sich gar nicht, hier die Algen wegzugeben. Die können wir dann mal eher aufbewahren. Gänseblümchen, Steckrüben. Ja, alles nicht so viel, aber eben immerhin 177 Goldstücke. Ja, wir warten natürlich darauf, dass unsere andere Ernte auch noch fertig wird und versuchen die dann auch wieder neu zu auszusehen. Gut, Leute, damit sind wir auch wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Schaltet also gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.